Wir räumen ja erstmal das Waffenlager aus und hier sieht man das mit diesen, mit der Fokussierung ganz deutlich, finde ich. Das ist irgendwie ganz komisch gemacht. Wir schauen die Hallebarde an und die Unterschrift dazu ist ganz weit rechts angebracht. Oh, ein Holzschild. Den können wir leider noch nicht benutzen, dazu müssen wir erst einen Skill lernen. Und den haben wir noch nicht. Und damit wir den lernen können, müssen wir erstmal ein bisschen im Level aufsteigen und dann Stärke skillen, glaube ich. Da muss ich gleich mal schauen. Denn hier gibt es auch einen Waffenausbilder und der wird mir das sicherlich sagen. So, gib mal her den Krempel hier. Ja, schön. Ist aber alles nicht besser als das, was wir schon haben, das weiß ich noch. Guck nicht so. Ich speichere mal. Könnte sein, dass der mich erwischt jetzt, das weiß ich nicht. Ach gut, der schaut gerade sowieso weg. Na, dann nehmen wir alles fix. Und kriegen wir das hier drüben auch? Mal schauen, wollte ich sagen. Da konnte ich mich nicht zwischen gucken und schauen entscheiden. Und dann kauen wir eben. Dem Typen geht das echt am Arsch vorbei, dass wir hier ein bisschen die ausnehmen. Blitzschlag und Fernheilung. Ah ja. So, haben wir das? So, Javier, lass mich mal durch. Ich will noch zu den anderen. Hier sitzen bloß Rebellen rum. Copper, Joey, gut, die werden wir alle gleich noch abklappern. Aber erstmal will ich eigentlich zu... Ich will keinen Ärger haben. Ja, zur Franzosentante nicht. Die haben auch alle denselben seltsam akzentuierten Einsprecher hier. Mann, was willst du? Genau, zu dir will ich. Ein neuer Mann. Yep. Was machst du hier? Ich kümmere mich um unsere Kampfkraft in Redok. Wir trainieren und versuchen uns, so gut es geht, auf einen Kampf mit den Orks vorzubereiten. Der abgesperrte Bereich da drüben ist unsere Trainingsarena. Supi, genau da will ich hin. Zeig mir, wie man kämpft. In Ordnung. Ich zeige dir, wie man mit der Waffe umgeht. Und du machst dich nützlich für unser Lager. Ja, können wir auch machen. Ist okay. Ihr bekämpft euch gegenseitig in eurer Arena? Das ist das beste Training, was es gibt. Die Orks sehen das bedauerlicherweise genauso. In fast jeder Stadt haben sie selbst eine Arena. Ein Kämpfer, der Arena-Kämpfe gewinnt, steht bei ihnen hoch im Kurs. Ein Grund, warum wir auch hier uns auf den Nahkampf spezialisieren wollen, wir kommen dann in den Arena-Kämpfen relativ gut durch. So, jetzt wollen wir aber erstmal schauen, was er von uns will hier. Was soll ich für euch machen? Unsere Schmiede stand tagelang still. Trotzdem haben die Kämpfe mit den Orks nicht abgenommen. Wenn du uns 5 Waffenbündel bringst, kämen wir schon ein ganzes Stück weiter. Na, so ein Glück, dass wir schon 2 gefunden haben. Da fehlen uns bloß noch 3. Und die werden wir ganz sicher auch noch finden. Wie läuft das genau mit der Arena? Du forderst jemanden zum Kampf und steigst mit ihm in die Arena. Sobald ihr die Arena betreten habt, geht's los. Das ist alles? Nicht ganz. Es gibt 2 Regeln. Erstens, derjenige, der die Arena im Kampf verlässt, hat verloren. Zweitens, wenn einer am Boden liegt und nicht mehr aufsteht, ist der Kampf vorbei. Wer nachtritt oder den Gegner tötet, wird von allen dafür zur Rechenschaft gezogen. Verstehe. Ja, sind ja super Regeln. Wir werden aber noch sehen, dass die eigentlich gar nicht so stimmen. Das hat man irgendwie einfach nicht auf die Reihe gekriegt, warum auch immer. Wo kann ich Waffenbünde finden? Waffen gibt es dort, wo es Orks gibt. Sie können mit den Waffen der Menschen meist nichts anfangen. Also sammeln Sie diese, verpacken sie in Waffenbündel und lagern sie irgendwo. Verstehe. Ja, das hatten wir auch schon mit der Ork-Patrouille. Und wir wissen ja, es gibt noch eine 2. Ork-Patrouille. Vielleicht sollten wir da dann später mal vorbeischauen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, und da werden wir erstmal auf Stärke skillen. Und das finde ich ein bisschen doof. Man muss schweinigst viel Gold ausgeben hier, um sich zu skillen. Wir sehen das schon hier dann mit den... Wenn man irgendeinen Skill lernen möchte, dann geht das schon kräftig ins Geld. Gut so. Ja, gut so. Bist stärker. Aha. Bist einfach mal so stärker geworden. Nur weiter so. Ja, wie auch immer. Aha. Der macht so schnelles Handeltraining, dass man es nicht sehen kann. Gut. Ja, finde ich auch. Aha. So, bei wie viel sind wir? 130. Ich weiß gar nicht, was wir brauchen eigentlich. Ich werde mal jetzt erstmal auf starker Schwertkämpfer machen. Dazu bist du noch nicht bereit. Was? Ah, okay, 20 Stärkepunkte. Die können wir natürlich... Die kriegen wir jetzt noch nicht zusammen. Wir haben noch 5 Lernpunkte. Gut so. Okay. Dann haben wir jetzt 140 Stärkepunkte und werden dann noch, sobald wir nochmal im Level aufsteigen, die restlichen 10 uns dazu holen. Und danach können wir dann uns den starken Schwertkämpfer erstmal aneignen. So, und jetzt müssen wir mal schauen hier. Copper, genau zu dir. Wollte ich.
Du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Du kriegst gleich welche. Kleines Kämpfchen in der Arena gefällig? Ich hau dir aufs Maul, Alter. Du willst dich mit mir schlagen? Nicht im Ernst. Du bist hier unter Freunden. Wir Menschen müssen gegen die Orks zusammenhalten. Ich brauche Training und du siehst aus, als wärst du ein ebenbürtiger Gegner. Ich glaube nicht. Ich bin dir weitaus überlegen. Steig mit mir in die Arena. Alles klar. Dann zeig mal, was du kannst. Mehr als du auf jeden Fall. So, Schwert gezogen. Zack, in die Fresse. Ja, hat ja super geklappt, der erste Schlag. Der ging einfach mal durch ihn durch hier. Naja, gut. Dann jetzt so drauf. Der Sack hat natürlich auch ein Schild und wir nicht. Aber wir sehen schon, seine Schläge ziehen uns quasi gar nichts ab, obwohl wir überhaupt keine Rüstung tragen. So, und wir sacken mal sein ganzes Zeug hier ein. Das geht zum Glück, das zählt nicht als Nachtreten, wenn wir die hier ausnehmen. Da hat er halt eben Pech gehabt, nicht? So, und hier hatten wir noch einen gehabt, glaube ich, irgendwo. Oder? Ja, Joey. Wenn ich du wäre, würde ich mich nicht allzu weit in das Höhlensystem vorwagen. Ah, du feige Sau, du. Was ist deine Aufgabe? Ich bin Wachposten. Ich achte auf den Südausgang von Redok. In meiner freien Zeit trainiere ich in der Arena für den Ernstfall. Na, so ein Zufall. Ich auch. Was stimmt nicht mit diesen Höhlen? Wir haben sie noch nicht ganz erforscht. Irgendwo im Osten soll es noch einen weiteren Ausgang geben. Leider sind die östlichen Höhlen verseucht mit Viechern. Das ist tragisch, aber darum werden wir uns dann gleich kümmern. Das ist die andere Sache, die ich noch machen wollte. Ist das hier eine ehemalige Mine? Möglich. Aber wenn, dann ist hier schon seit Jahren nichts mehr abgebaut worden. Wir haben die Höhlen hier so vorgefunden. Wir mussten sie nur noch von den Höhlenviechern säubern. Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das eine alte Mine ist, denn warum sollte man eine so riesige Kammer bauen? Man müsste erstmal überall wieder Gerüste anbringen und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das allzu stabil ist, wenn man so einen riesigen Hohlraum erzeugt. Würdest du mit mir in der Arena kämpfen? Warum nicht? Training ist immer gut. Ja, das machen wir gleich, aber erstmal können wir noch die anderen Sachen hier... Ach so, zeig mir deine Ware, brauchen wir nicht machen. Aber erstmal können wir eben versprechen. Ich werde euch den Ostweg von Viechern freiräumen. Das ist Wahnsinn, Mann. Du solltest dich vorher gut vorbereiten. Zum Beispiel mit einem Kampf in der Arena. Kämpfe mit mir in der Arena. In Ordnung, aber vergiss nicht, dass es nur ein Trainingskampf ist. Wir sehen uns in der Arena. Oh, hat schon jemand die Hosen voll? Das ist wie beim Fußball früher, die kleinen Kinder. Schieß nicht so doll. Oder jetzt nicht so nah ran. So drauf, auch der mit Schild, die Sau, aber den drängen wir einfach an die Wand und dann klickern wir den hier tot. Mit immer gleichmäßigen Schlägen geht das doch ganz gut und zack, na komm schon. Jetzt aber, geht doch. So, und damit steigt unser Ruf in Redok auch sehr schön an. So, und während der sich hier mal auskuriert, können wir nochmal fix zu Copper gehen, der uns seine Anerkennung hier preisgibt. Du hast den Kampf gewonnen. Reife Leistung. Du kannst was. Wenn du einen Waffengefährten an deiner Seite brauchst, bin ich dein Mann. Das ist sehr praktisch, denn das werden wir auch gleich in Anspruch nehmen. Du willst an meiner Seite kämpfen? Du bist ein vielversprechender Mann. Du brauchst nur noch ein wenig mehr Erfahrung. Ich werde dahin gehen, wohin du gehst. Und werde gegen diejenigen kämpfen, gegen die du kämpfst. Wenn du mich nicht mehr brauchst, schicke mich einfach wieder zurück. Das finde ich sehr gut. Komm mit. Dann wollen wir mal. Aber heil dich vorher mal, das wäre schön. Du könntest mal einen Trank trinken oder sowas. Wo ist denn jetzt der Typ hin hier? Joey? Ach, der steht noch da oben. Der hängt noch im Berg ab, okay. Joey, hallo. Gut gekämpft, hat mich glatt umgehauen. Hier, nimm diesen Heiltrank, der hilft bei Wunden. Thanks a lot. Zeig mir deine Ware. So, eigentlich haben wir nichts mehr, glaube ich, nicht? Höchstens die Waffen, die wir jetzt aufgesammelt haben. Ja klar, den ganzen Kram hier, den Kladderadatsch, den können wir abgeben. Und hier sehen wir das, der Klingenschaden ist bloß bei 25. Die sind nämlich abgenutzt, die Orkschlechter, die wir so aufsammeln. Wir tragen ja auch einen Orkschlechter, der hat aber einen Klingenschaden von 50. So, das Schwert hier würde noch am ehesten rankommen mit einem Klingenschaden von 45. Ich werde mal eins verkaufen und eins behalten. Falls uns mal wieder irgendwo die Waffen abgenommen werden. Ansonsten haben wir ja nur noch Kram. Das kann alles weg, beziehungsweise große Waffen, die wir eh noch nicht tragen können. Also große Waffen, ein Synonym für Zweihänder. Vielleicht noch die Schilde, ich weiß gar nicht. Und die Ringe können wir mal anlegen. Nein, ich will die nicht verkaufen, ich will die anlegen. Aber die Schilde können wir eigentlich... Ja, wir können mal einen da lassen, denke ich. Oder sind die verschieden?
Lalala, lalala. Ja, der hier hinten, die sind schlechter. So, da lassen wir den da und dann passt das. Goldausgleich, zack, fertig. Da haben wir schon wieder gut Geld. Und ich schau mal eben kurz, halt, das wollte ich nicht, Charakter. Wir haben, ja, wir sind gute 1000 Punkte noch vom Aufstieg entfernt. Mensch, Copper, trink mal was. Hier, sauf was. Hier. Jetzt muss ich ihn auch noch mit Heiltränken versorgen, so ein Mist. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, bei uns geht's noch ganz gut, finde ich. Das speichern wir mal. Und dann werden wir uns mal in die ach so gefährlichen Höhlen hier aufmachen und mal schauen, was uns da so erwartet.